Drei smarte Freunde berichten über die letzte Woche. Ungefiltert, ehrlich und brachial. Mark, Timo und James sind die Caster. Willkommen zur Ausgabe 18. Wir sind endlich volljährig. Die Montagscaster sind wieder am Start. Und mit dabei ist natürlich wieder der James. Moin, moin. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, wieder dabei und zu sein. Und natürlich, er ist wieder da, erholt, von die frische Bergluft genossen, wieder zurück im Tal, auf dem Boden der Tatsachen. Timo ist wieder da. Hi, Timo. Salü. I'm back again. So, Timo, und wir sind ja die schlauen, smarten drei Boys, wie im Intro gesagt wurde. Wir entwickeln uns weiter, ne, Timo? Wir haben uns was Neues ausgedacht. Willst du direkt mal loslegen? Ja, ich hoffe nur, dass ich jetzt gut zu hören bin. Ich hatte gerade eben einen kleinen Audiozusammenbruch. Deshalb mache ich jetzt, ich laber jetzt gerade noch ein bisschen testmäßig. Hört man mich gut? Ja, man hört dich ja, super. Einwandfrei. Roger, Roger, Roger. Perfekt. So, ja, wir haben uns überlegt, wir machen ein kleines Intro, worüber wir heute sprechen werden. Einige Themen stehen. Ich würde schon sagen, zur Auswahl, aber wir reden ja. Sucht euch aus live. Egal, ob man will, ob man nicht. Ja, worüber werden wir heute sprechen? Wir haben aus der Rubrik Stories der Woche, werde ich natürlich etwas über meinen furiosen Ausflug in die Berge erzählen. Damit aber nicht genug. Wir haben eine kleine Dino-Expedition. Ich glaube, Marc, das ist dein Thema? Ja. Ja, da bist und gleich geht's auch themenmäßig mit dir weiter. Du hast dich in luftige Höhe begeben und hast dich mit deiner Verlobten. Ja, mit deiner Holdenmaid Verlobten hast du dich in luftige Höhe begeben und ja, ich sag mal so, hast Let It Go gesungen. Dazu später mehr. Fußball lassen wir heute aus. Es ist tatsächlich wenig Spektakuläres passiert. Dementsprechend Fußballrubrik haben wir heute nichts. Dann haben wir haben gerade eben noch gesagt, die 14. Folge des Quizzes, wo uns James heute nach Rom entführen wird. Wir sind gespannt. Oh ja, seid gespannt. Ja, aus der Rubrik Games haben wir heute Katzen und Tränen, beziehungsweise, ja, okay, das war jetzt ein Insider, das weiß man nicht. James Katze heißt Zelda, deswegen. Marc wird uns heute etwas über den neuesten Zelda-Ableger Tears of the Kingdom erzählen. Und aus der Rubrik Serien und Filme haben wir einen wunderbaren Einspieler von Max Verlobten wieder, Jenny, die uns mit ihrer butterweichen Stimme etwas über Ariel, die Meerjungfrau, die Neuverfilmung, beziehungsweise den Live-Action-Remake sagen wird. wir werden über die neueste Folge Marvel Secret Invasion Folge 4 sprechen. Aber davor werde ich noch ein großes Highlight verkünden, und zwar, ich habe mich durchgebuttert und 1000 Folgen One Piece geguckt und werde da heute ein paar Worte drauf verlieren. Timo, ich habe Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Also wenn das nicht Grimme-Preis verdächtig ist, weiß ich auch nicht. Also das ist jetzt hier so runtergerasselt. Die Oscars goes to ja, Timo. Beeindruckend, beeindruckend, schön runtergerasselt. Willst du eine Pause oder willst du direkt weitermachen? Weil ich finde, du warst nicht da, wir haben dich vermisst. Du meinst, wie geht's dir? Mir geht's gut, muss ich sagen. Ich habe einfach jetzt tatsächlich gemerkt, wer es nicht weiß, beziehungsweise eigentlich weiß das jeder, also Deutschland und noch mehr. Ich habe tatsächlich seit sagen, du warst noch nie so aktiv in Social Media. Aber, ja, ich habe seit 8 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, keinen richtigen. Das war jetzt mein erster Urlaub nach 8 Jahren. Ich bin mit meiner gesamten Familie nach Servaus, Fis, Ladis in den Touristen Active Kurort, sage ich jetzt einfach mal, nach Österreich gefahren. 7-8 Stunden Fahrzeit, etwas dazwischen. Und ja, habe mich da 1,5 Wochen lang niedergelassen, bin durch die Berge gewandert, habe gruselige Dinge erlebt, eine Kuh, die mich fressen wollte und es fast geschafft hätte. Und bin Sommerrodelbahn gefahren und noch vieles, vieles mehr. Und ich bin erholt, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, diese Energie, die du versprühst, das kennt man gar nicht von dir, ne? Das ist Wahnsinn. Ich bin tatsächlich mindestens 20% weniger depressiv, das habe ich sofort gemerkt. und das war mal bitter, bitter nötig. Also so, als hätte ich gemerkt, was mir die letzten Jahre einfach gefehlt hat. Tapetenwechsel. Deutschland verlassen und halt einfach mal wirklich eine längere Zeit, nicht nur 2, 3 Tage mal etwas anderes zu machen. Mal andere Luft einatmen, ne? Ich hab's dir gegönnt, ich hab dich vermisst, weil ich hatte Zeit zum Zocken und du warst nicht da, du Dreckschwein. Aber ich dachte mir, nee, du hast es verdient, flieg raus in die weite Welt. Und Leute, ihr müsst Timo folgen, weil, also wenn er mal Urlaub hat, Leute, das sind
Der fotografiert alles und packt unter jedes seiner Stories bzw. Bilder immer einen Wortwitz, die ganze Zeit. Da haben mich viele Leute darauf angesprochen. Ja. Ich habe Muhus gesehen, ich habe Apfelpornos gegessen. Da war schon einiges dabei. Ja, gab viele Highlights, muss ich sagen. Ich war tatsächlich auch noch nie so aktiv auf Instagram. Ich habe mir einfach mal gesagt, ich dokumentiere das alles. Und ich weiß gar nicht, ich hab 40, 50 Stories gemacht oder so. in den anderthalb Wochen. Was jetzt eigentlich vielleicht für einen Influencer nicht viel klingt, aber für mich war das schon eine ganze Menge. War auch sehr stressig, muss ich sagen. Wie lange warst du jetzt genau weg? Lass mich nicht lügen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 11 Tage. Mhm, ja. 11 Tage. Meine Schwester und ihre Kinder und ihr Mann, die sind am Sonntag erst nachgekommen. Ich war also mit meinen Eltern 3 Tage erst allein da. Und dann war dann nach der Urlaub erstmal vorbei, oder was? Jein. Also natürlich irgendwo, wenn plötzlich 4 Kinder da rumtanzen, ist es lauter, ist klar. Hat aber auch seine Vorteile gehabt, ne? Also wir konnten den Kindern viel zeigen. War auch schön für sie. Es ist einfach eine super Luft. Wir hatten ein Sommergewitter, was da durch die Berge gedonnert ist. Habe ich ja, glaube ich, auch einige Stories draus gemacht. Ja, wie gesagt, es gab eine Kuh, die mich fressen wollte. Die ist immer näher gekommen und die kam mir schon sehr suspekt vor. Und irgendwann, ich hatte ein Hemd an und irgendwann merke ich, wie so etwas an meinem Hemd zieht und mich so mitzieht. Und da hat die Kuh sich echt mein Hemd geschnappt und hat versucht, das zu fressen. Das war super. Ich bin mit meinem Vater... Eigentlich andersherum, ne? Ja, in dem Moment nicht. Also ich hab's mir schon irgendwie mit Pommes daneben vorgestellt, aber irgendwie sind die ja doch ganz süß. ich bin mit meinem Vater, bin ich hoch ins Gebirge gegangen, was gar nicht mal so ungefährlich war, muss ich sagen. Das war halt irgendwann ein Felsweg, das war halt so ein Erdrutsch und da waren jede Menge Steine, die halt einfach hin und her da lagen und da musst du irgendwie drüber klettern. Wir sind über Eis geklettert, weil es da oben relativ kalt war und, also alles mega super. Sommerrodelbahn, ich habe meine Brille mittendrin verloren und mein Vater hat die irgendwo im Gebüsch gefunden, das war super. das war die teure 80-Euro-Brille. Das war, als ich die Story gemacht habe. Ich habe gefilmt, wie ich da runtergebrettert bin und in der dritten Kurve habe ich meine Brille von, die habe ich mir so ans, wie sagt man, ans Revers gesteckt, also auf jeden Fall hier in den Ausschnitt und dann ist die flöten gegangen. Genau. Und ach, dann lieber anlassen. Ja, habe ich dann in dem Moment auch gedacht. Ich habe sie dann gar nicht mehr mitgenommen. Ich bin, glaube ich, noch 5 Mal gefahren. Wir haben jede Menge gegessen. Also ich muss auch ganz sagen, jeden Tag Scheiße gefressen. Kulinarisches von Käsespätzle bis sonst was. Wir haben Schnäpse gesoffen und irgendwann hat mich mein Körper wie der Pate gefragt, so, was habe ich dir getan, dass du mich so respektlos behandelst? Ich habe, glaube ich, direkt Luft genommen. Deswegen heute erstmal ins Fitnessstudio und wir waren im Ötztal, haben uns den toten Ötzi angeguckt und. Ach, diesen Steinzeitmensch da, ne? Der da gefunden wurde, ne? Ja, ich glaube frühe Steinzeit, da gab es so ein Ötzi-Dorf, da haben wir uns das alles angeguckt, ne? Das sieht schon ziemlich eklig aus, wie die den gefunden haben. Also er selbst war nicht da, der war gerade woanders. Aber die hatten dann. Der ist schon wieder gegangen, ne? Reicht gar nicht. Zu viel Rummel. Was ich gar nicht wusste, er ist getötet worden, ne? Das wusste ich gar nicht. Bei der Ausgrabung mit dem Spaten im Kopf. Nein, die haben als der hat wohl im Rücken hat der Pfeileinschläge gehabt und sein Hinterkopf war wohl aufgeschlagen. Also er muss irgendwie von Räubern oder so muss der irgendwie getötet worden sein und dann ist er dann halt. Hab ich sogar gewusst. Ja, ich wusste das nicht. Ich auch nicht. Ja. Nee. Ach so, wir waren noch in der Schweiz und ohne Scheiß, Leute, da kann man Benzin für 1,30 Euro tanken. Das war schon geil. Dafür kostet ein Kaffee 3 Euro oder 5 Euro. Das war echt geil. 12 Euro. Mein Schwager ist komplett ausgerastet, weil die dafür ein Brötchen irgendwie 2,70 Euro verlangt haben. Der ist richtig ausgeflippt. Der wollte dann irgendwie das Brötchen hinter die Theke werfen. und hat sich dann irgendwie auch nicht nehmen lassen. Der ist dann da aufs Klo gegangen, als wir gefahren sind und hat dann da irgendwie 5 Euro auf den Tisch geknallt. Gesagt, wenn ich hier schon 2,50 Euro für ein scheiß Brötchen zahlen muss oder so, da kennt er ja nichts. Ne? Eieiei. Nee, aber auf jeden Fall, es waren sehr viele Highlights, sehr viele schöne Momente. Viel, viel mehr, als ich jetzt hier erzählen kann. Das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber war auf jeden Fall sehr erholsam. Ich finde aber auch gut, dass ich jetzt wieder da bin. Wie gesagt, ich habe jede Menge Stories gemacht. Shoutout an Christina an der Stelle, die hört sich den Podcast an. Die hat jede einzelne Story von mir geliked. Danke dafür. auf jeden Fall viel erlebt und freue mich, wieder da zu sein. Ich habe auch viel geliked, ja. Ja, hab ich gesehen. Cool, ist der Timo als Raupe weg und kommt als Schmetterling wieder. Ja, das stimmt. So, Marc, was mit dir? Was passiert? Ach, ich glaube, wir hören den Marc gerade gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, so das Rauschen war weg und dann war mir klar, Marc ist weg.
Also ich habe leider nichts erlebt diese Woche, muss ich jetzt gerade mal so sagen, dass ich zwei Arzttermine hatte für ein großes Blutbild. Okay. Und so leicht erhöhte Leberwerte. Gut, das ist aber jetzt nicht so tragisch und ansonsten noch leicht erhöhten Blutdruck. Ja, gut. Und habe jetzt ein Rezept, Bluthochdruck heißt das, ne? Nicht Blutdruck, ne? Ja, ja. Blutdruck ist gut, weil irgendwie muss das Blut ja auch von A nach B, aber. Und habe jetzt ein Rezept bekommen, dass ich mir an der Apotheke mir so ein Blutdruckmessgerät hole. Ah, ja, okay. Ja, aber ich muss jetzt irgendwie 3-4 Wochen warten, bis die Krankenkasse das irgendwie genehmigt, sonst hätte ich jetzt in Vorkasse gehen müssen. Okay. Und ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Und ich wollte jetzt nicht die 40 Euro in Vorkasse zahlen. Ich warte jetzt ab, was die Krankenkasse sagt. Mhm. Werde da morgen auch nochmal anrufen oder Mittwoch, weil dann kann man das ein bisschen vorantreiben, ja, dass das medizinisch wichtig ist, dass ich das schon mal habe. Weil ich soll jetzt die nächsten 2-3 Wochen dreimal täglich den Blutdruck, wie heißt das? Ja, dein Blutdruck an sich messen, ja. Genau, messen, damit er so einen Mittelwert hat. Deswegen, weil er halt leicht erhöht war, dann kann er sich das genauer anschauen, wie der sich so in den nächsten 2 Wochen verhält. Okay. Ja, das war so meine Woche, ne? War jetzt nicht so die spannendste Woche. Ansonsten einen kleinen Geburtstag noch erlebt von einem guten Freund. Schöne 33 Jahre jung geworden. Aber ganz entspannt bei ihm zu Hause, in einer kleinen Runde was gemacht. Ist auch schön. Ja. Ansonsten sage ich jetzt willkommen zurück, Marc. Ja, das Rauschen ist wieder da. Ja, guten Tag. Marc, du bist zum perfekten Zeitpunkt wiedergekommen. Ja, ich habe gerade gemerkt, so, weil eigentlich wollte ich gerade überleiten und fragen, wie es dir geht, James. Ich glaube, du hast gerade allen erzählt, wie es ist. Jetzt ruft meine Mutter mich auch noch an. Nein, kein WhatsApp-Video heute, Mama. So, ja, ich hoffe, dann wollte ich jetzt fragen, wieso deine Woche war, Marc. Was hast du schon Feines erlebt? Cool. Oh Manno. Ja, ich wollte gerade, Entschuldigung, ich habe extra alles beschriftet, was hier, was meine Buttons angeht. Das ist natürlich, weil ich rausgeflogen bin, wieder alles weg. Naja gut, egal. Was habe ich die Woche erlebt? Ich bin begeistert, jede Woche. Jede Woche ist neu. Bei mir ist gerade das Internet. Das ist gerade, Leute, der Horror. Ich habe auch gestern schon habe ich gespielt an der Xbox und bin auch 3-mal rausgeflogen, weil mein Internet abgekackt ist. Telekom am Arsch. Okay. Ja. Gerade die Telekom ist auch so gut, dachte ich. Jo, also keine Ahnung, was da gerade los ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe Expedition zu den Dinosauriern gemacht. Und zwar war ich im Odysseum und durfte dort, war bei dieser Jurassic World Ausstellung. Und ich muss ehrlich sagen, ihr wart ja schon mal beim Odysseum, ne? Ja, bei der Star Wars Ausstellung. Für mich war das jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich jetzt da war. Also ich wusste gar nicht, wie das so aufgebaut ist oder sowas. Und ich muss sagen, also es war schon echt schön. Für so einen kleinen Dino-Nerd wie mich, also ein Dino-Liebhaber, muss ich ja sagen, Jurassic Park ist und bleibt das Beste auf der Welt. Dinosaurier über allem. Und dort wirst du halt wirklich so durch so Art Themenpark so durchgeführt. Das ist so eine kleine Welt, die dir aufgebaut wird, die du dann so lang gehst und dann immer wieder zu gewissen Punkten dann Sachen. Und dabei hast du halt dann die Dinos bis zu kleinen Schauspieleinlagen und sowas, wo dann ein Raptor rumläuft oder ein T-Rex zu sehen ist oder in der Indominus da ist. Herrlich. Da geht einem wirklich, also mir ging das Herz auf und ich hatte wirklich so einen Moment, so, oh mein Gott, ey, ist der nah? Ich will den anfassen. Und dann beißt der mir den Arm ab oder den ganzen Kopf. Ja. Kann ich nur empfehlen, geht eine Stunde und wenn man Kinder hat, ist es ein Träumchen. Also ich glaube für Kinder, ich hab schon gedacht, warum bin ich nicht schon Papa, weil da hätte ich gerne meinen kleinen Fratzen mitgenommen, mit dem alles da gefeiert. Das fehlte mir da ein bisschen. Das war echt schön, hat echt Spaß gemacht. Dauert, ja, das geht nicht lang, geht glaube ich eine Stunde oder sowas. Und ja. Dann bist du da einmal durch. Herrlich. Okay. Ja, ich habe nur mitbekommen, meine Schwester geht jetzt auch demnächst hin, die haben das sogar verlängert jetzt, ne? Ja, das geht jetzt sogar bis in den Oktober hinein, bis in die
zweite Oktoberwoche, irgendwie sowas, oder die erste, haben sie es sogar verlängert. Ja, nice. Gehst du jetzt auch noch in James, weil du wolltest ja, aber hast keine Karten mehr gekriegt? Ich überlege noch. Ich habe ja jetzt bis Oktober Zeit zu überlegen. Auf jeden Fall wundert es mich, die Karten kosten bis zum 29. September 29,50 Euro und ab dem 30. September 32,50 Euro. Okay. Da wahrscheinlich Inflation oder so. Müssen wir 3 Euro erhöhen nochmal für die letzten Tage. Hm. Witzig. Weiß ich nicht. Was auch witzig war oder spannend war, war zu hören, wie meine Verlobte, ich habe sie noch nie so tief, so aus dem tiefsten Inneren schreien hören. Und nein, warum schreien? Nee, also das habe ich noch nie so gehört. Das ist einfach ein Highlight. Es gibt ein Video, ich weiß nicht, James, ob wir das nachher mal später im Beitrag später mit verlinken können, diesen Post, dieser Schrei von meiner Freundin Verlobten. Ist der Hammer, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, schreit sie da im Endeffekt tiefer, als ich jemals schreien könnte. Und zwar das hast du noch nie gehört von ihr. In dieser Tonlage. Ich hätte Angst, wenn das in gewissen Szenarien passieren würde, in dieser Tonlage. Jedenfalls waren wir Bungee-Jumpen, endlich. Wir hatten das schon lange, lange vorgehabt. Sie hat mir das, glaube ich, vor 2 Jahren zum Geburtstag geschenkt. Und es wurde immer aufgrund von Wetter, von anderen Ereignissen, von Urlaub, bla bla, wurde das verschoben, 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 verschoben. Und jetzt ist es endlich passiert. Wir sind 100 Meter in die Lüfte und sind wieder runtergesprungen. Mhm. Und ihr beide wart noch nicht Bungee-Jumpen, oder? Nein. Ey, also Leute, das ist der Hammer. Also sie war ja extrem nervös, weil sie hat, ey, mag sie keinen Freefall Tower und so ein Kram. Deswegen fand ich das schon sehr kurios, dass sie mir einen Tandemsprung geschenkt hat. Also wir sind wirklich Arm in Arm gesprungen. Und wir sind da halt hin und natürlich dann die Wartezeit, wie vor uns dann alle nach und nach hochgefahren werden, runterspringen, hochgefahren werden, runterspringen, mhm. War schon sehr, sehr nervenaufreibend zu sehen. Und als man dann dran ist, wurden wir dann festgemacht und du bist nicht in diesem Korb drin, der mit dem Kran nach oben gefahren wird, du stehst an dem Rand von einer kleinen Platte, von einer kackkleinen Platte, okay. Wo ich mir denke, wenn ich sag mal so, wir sind jetzt 10 Meter hoch und ich fall dann runter, rein theoretisch, dann ja. Ist das Seil ja noch nicht kurz genug, knall ich auf den Boden. Also, Alter, ich krieg grad, also, boah, nee, ey. Ungelogen, Jenny und ich haben auch keinen Mal nach unten geschaut, wir haben uns nur angeguckt und natürlich waren wir auch schon gesichert, aber du hast halt dieses Gefühl gehabt, dieses Seil zerrt an deinen Füßen, so, in dieser kleinen Platte, so, dass du die ganze Zeit so den Drall nach unten hast, so, nein! Und als wir dann 100 Meter Höhe waren, und der Kerl und die Frau, und die Frau so, ja, du kannst jetzt hier ruhig loslassen, ihr sollt euch jetzt hier zum Arm. Ich so, nein, ich will nicht diesen Korb loslassen. Das fühlt sich nicht richtig an. Weil sie hat mich dann noch so losgemacht da oben. Ich so, nein. Ja, aber ich dachte so, ja, gut, dann habe ich Jenny dann umarmt und dann mussten wir uns so miteinander kuscheln so und dann, ja, dann haben die angefangen direkt runterzuzählen, weil du merkst, ja, hier wird ja im Akkord alles abgearbeitet und da bleibt keine Zeit mehr da oben. Plausch zu führen. Du hast gar keine Zeit nachzudenken, ne? In dem Moment. Ja, aber Jenny meinte so, die meinte schon zu mir, Marc, du musst springen. Ich werde mich nicht bewegen. So. Ich werde nichts machen. Und dann wusste ich schon, alles klar, es bleibt also an mir. Und ja, dann zählt die runter. 3, 2, 1. Und du lässt dich ja dann einfach, in dem Fall ist es seitlich, wenn du alleine stehst, ist es ja vorne Kopf über. Und so habe ich mich dann einfach mit Jenny, die hat fest an mich gedrückt. Und bin seitlich dann runtergefallen. Dieses Gefühl. Leute, ey. Es war, oh. Das war echt brutal. Es war geil. Angst hatte ich kurz, weil mir mein Schuh ausgezogen wurde. Mein linker Schuh ist irgendwie rausgerutscht und dann hing er nur noch so an meinem dicken Zeh. Den habe ich dann so festgehalten. Ich dachte so, nein, hoffentlich fällt keinem mein Schuh auf den Kopf. Das war spannend. Das war wirklich spannend und ich sag's euch, ich mach's nie wieder. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und ich bereue es ja nicht. Also, aber ja. Und seit dieses Video. Boah. Hattet ihr denn beim Sprung die Augen zu oder offen? Ich habe das erste Mal nach unten geguckt, als wir das Maximum des Seils erreicht haben. Weißt du, wo du merkst, oh, jetzt spannt das Seil. Da habe ich erst nach unten geguckt. Die ganze Zeit habe ich sozusagen Janies Hals angeschaut, also ich habe nirgends hingeguckt. Und erst einen Schwung gab nach oben, habe ich dann nach unten geguckt und dann ja, wieder runter und alles. Und man hört mich auch witzigerweise in diesem Video,
Was denn? Wieso läuft denn jetzt? Bei mir läuft gerade. Hä, was macht denn das? Mein Gott, Leute, ich habe gerade hier zwei Sachen auf dem Ohr. Das ist richtig eigenartig. Okay. Und Spieler los. Ja, geil. Der Einspieler. Aber den hört ihr nicht, weil der lief jetzt gerade über iTunes. Aber wieso geht der los? Oh, nicht, dass wir jetzt ein Problem mit dem Audio haben. Ich weiß auch nicht, was passiert denn? Warum passiert das denn überhaupt? Das kann ich einfach sagen. Ja, mein Laptop, ja, es geht einfach los. Ja, mega. Folge 18. Timo ist wieder da, Probleme auch. Kann Timo nichts für. Naja. Timo auch so. So, jetzt wollen wir kurz mal hier das mal schließen, die Kacke. So. Wo war ich gerade? Ich hab grad einen Faden verloren. Video. Ach, man hört dich ja, auch. Ja, genau. Und, auf dem Video hört man mich ganz am Anfang kurz dieses. Das ist super leise im Vergleich zu dem, was Jenny halt dort an den Tag legt, muss man echt sagen. Und dann hört man mich nur noch lachen, weil dann war ich nur noch im Lachmodus. Ich habe nur noch gelacht, weil dieses Schreien von Jenny hat mich so aufgelockert, das fand ich so witzig, dass ich nur noch am Lachen war. Ach du Scheiße, ey. Ich denke, wenn ich da runterspiele, ich würde sagen, boah, jetzt ist vorbei mit dem Leben. Tschüss, auf Wiedersehen, ich klatsch voll auf den Boden, ey. Das Seil wird nicht halten, egal was ist, ich glaube, es. Ja. Ey, als Vorsichtsmaßnahme haben die da so eine Art Riesenmatratze da aufgebaut, aber die ist so klein. Wow. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die getroffen hätten. Ich hab das Video ja gesehen. Ich hab gedacht, man könnte gegen den Turm knallen, der daneben ist, ey. Naja, aber die richten das, wenn du oben bist, richten die das so aus, dass das alles hinhaut. Die haben ja auch nochmal, glaube ich, geguckt, ob der Wind halt passt und sowas und nicht zu stark ist, weil es gab da auch richtig krasse Windböen. Aber das hat dann alles. War ja, das wollte ich halt eh gefragt haben. Das wollte ich eh gefragt haben. Das Wetter war ja auch nicht so berauschend dann am Wochenende, ne? Es war optimal. War es dafür doch optimal? Okay, ich habe schon gedacht, boah, nicht, dass das wieder abgesagt wird oder irgendwie, dass die sagen. Ja, gut, okay, da war so, das Wetter war nicht optimal, sondern in dem Moment, wo wir da waren, war es halt noch alles super. Es war ja angesetzt, dass eventuell Gewitter oder irgendwas kommen könnte, aber war dann halt nicht und es lief alles gut, zum Glück. Sonst hätte es wieder abgesagt werden können, stand schon in der Mail drin, aber ja. Okay, noch eine Sache, noch eine Frage an dich, Marc. Du bist ja auch schon mal Fallschirm gesprungen, ne? Ja. Lieber Fallschirm springen als Bungee-Jumping? Ja. Immer lieber das. Also lieber Fallschirmspringen. Das hat zwei Gründe. Einmal, ich muss nicht selber springen, weil du sitzt bei jemandem auf dem Schoß. Der macht für dich den Rest. Ja. So, ich sitze da komplett an ihn dran gekettet, an meinen Lebensretter und dann jumpen wir zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, das schallert im Kopf, du. Das schallert im Kopf, wenn du die ganze Zeit das Blut im Kopf schießt. Jenny meinte, sie hat bestimmt, keine Ahnung, einen Schlaganfall erlitten. Sie hat Kopfschmerzen gehabt, hat die erstmal gepennt. Die meinte, das war, also für sie war es wirklich sehr hart vom Kopf, vom Gefühl her, wie das im Kopf gedrückt hat. Also das war nicht ohne. Also deswegen, ich bin da doch lieber. Also auch vom. Also, auch vom Adrenalinfaktor her ist wahrscheinlich Bungee Jumping extremer dann, ne? Diese Anspannung vom Sprung und alles, selber springen. Ja, über das glaube ich schon. Da beim, das fällt mir schwer, weil der Bungee Jump ist jetzt natürlich jetzt, war jetzt vor kurzem und ist jetzt halt schon, keine Ahnung, 8 Jahre her. Ja, klar. So, deswegen weiß ich nicht mehr, wie ich mich genau da gefühlt habe, aber wenn du da auch bei dem auf dem Schoß sitzt und dann einfach, keine Ahnung, die Kilometer nach unten schaust, keine Ahnung, das ist halt schon brutal. Auch hoch gewesen, so, weißt du? Du weißt jetzt so, gleich geht's los und ich hab's nicht in der Hand zu fliehen. Ich komm nicht mehr weg. Ach, krass. Wobei, cool, cool. Darauf noch eine Frage. Es ist ja eigentlich so, vor allem, das ist ja, wenn du einmal runtergefallen bist, du, wenn das Seil dann spannt, du schießt ja wieder nach oben und fällst dann nochmal, oder? Ja, genau, ein paar Mal. Ja, dreimal oder so, viermal sind wir runtergeflogen. Das ist halt, aber da habe ich nur noch gelacht, das fand ich super witzig. Weil erstens habe ich gelacht, weil ich mit meinem Fuß gekämpft habe, dass mein Schuh nicht abfällt. Und weil Jenny halt nur da hing und, oh mein Gott. So, und dann so, oh mein Gott, mir wird schlecht, weil wir uns nur drehen. Ich muss ja nur lachen. Ich hab mich nur kaputt gelacht. Das war einfach mega schön. Ich fand es wirklich geil, weil sie wirklich am Anfang so Schiss hatte. Und davon hast du dann gar nicht gemerkt, in dem Sinne, dass sie. Du hattest nicht das Gefühl, nicht die Angst davor gehabt, dass sie jetzt gleich abhaut, sondern du wusstest, sie wird's durchziehen. Und das hat sie mit Bravour gemacht und ja, mega. Ja, cool. Was habt ihr bezahlt?
Ich glaube, ein Einzelsprung war, glaube ich, 100 und ein Tandemsprung sind, glaube ich, 150 gewesen, 160, sowas in dem Rahmen. Okay. Oh, nicht so cool, nicht so cool. Ich weiß ja nicht, wir haben das Ding ja vor 2 Jahren, dass wir es günstiger bekommen haben und dass es jetzt teurer ist, weiß ich gar nicht mehr. Es ist halt ewig her. Ich habe es halt irgendwann zum Geburtstag geschenkt bekommen. Oder Weihnachten, ich weiß es nicht mehr. Schon lange Okay. her. So, dann wären wir durch, oder? Soweit. Juhu. Also, wenn ihr irgendwo runterspringt, bitte bindet euch ein Seil dran und klatscht nicht gegen die Wand. Und ja, dann mit Rückblick der Woche. Dumm.